Was geht YouTube? Wie versprochen melde ich mich mit einem neuen Video zurück. Es freut mich wie immer sehr, dass du wieder am Start bist. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer, die heute das erste Mal mit am Start sind. Seid herzlich willkommen. Ich hoffe, der Content sagt euch hier zu. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Sneaker beschäftigen, die ich dir empfehlen kann, wenn du so ein Casual-Outfit an den Tag legen möchtest, wenn du ein Outfit haben möchtest, um mit deinen Jungs abends auszugehen, wenn du ein Outfit haben möchtest, um ins Büro zu gehen. Denn wir alle wissen, der Sneaker an sich verkörpert so dieses moderne, jugendliche, fast schon sportliche Image, aber es gibt natürlich auch Sneaker, die dann nochmal eine Ecke mehr ins Sportliche gehen, die man ganz gerne auch mit Jogginghosen kombiniert, wie zum Beispiel den Nike Vapor Max oder spezifische Nike Air Max Modelle. Heute soll es da mal eben nicht drum gehen, sondern eben um die Sneaker, die ich dir empfehle für Casual Outfits. Und da fangen wir auch direkt mit dem Sneaker an, den ich dir auf jeden Fall dafür empfehlen kann. Das ist der New Balance 574. Ich denke, den wird jeder kennen. Dieser Schuh hat natürlich einen enormen Tragekomfort, auch gerade im Winter. Und der Schuh ist eben so vielen Outfits kombinierbar, egal ob du eine Chino trägst und da wirklich leger dann unterwegs bist oder ob du eine Jeans trägst. Hierbei würde ich dir empfehlen, keine löchrige oder zu ausgewaschene Jeans zu nehmen, sondern eher eine legere Jeans, aber dann ist es egal, ob blau oder eben dunkel. Und beim Oberteil ist es dann natürlich auch dir überlassen. Da hast du dann mit diesem New Balance eben auch zahlreiche Möglichkeiten. Hierbei ist es egal, ob du ein Hemd trägst, ob du ein Hoodie trägst oder ob du ein Sweater trägst. Und wir bleiben jetzt für den nächsten Sneaker gleich so ein bisschen in der Form von diesem New Balance. Aber dieser Schuh ist jetzt für alle Leute, die sich sagen, hey, ich brauche vielleicht entweder eine günstige Alternative zum New Balance oder der New Balance gefällt mir ja in dem Sinne nicht, dass er mir einfach nicht sportlich genug ist, dass er mir nicht jugendlich genug ist. Ich hätte es gern noch so eine Schippe schnittiger und da kann ich dir dann auf jeden Fall den ASICS Tiger Runner empfehlen. Der ist so von der Form ähnlich wie der New Balance, aber für mich ist einfach dieser Schuh nochmal eine Ecke schnittiger, eine Ecke jugendlicher, eine Ecke ja ein bisschen sportlicher, aber eben nicht zu sportlich, sodass du ihn trotzdem noch mit einer Chino kombinieren kannst, mit jeder Art von Jeans kombinieren kannst, denn hier kannst du ihn auch. Denn im Gegensatz zum normalen New Balance Schuh kannst du den ASICS Tiger Runner auch mit löchrigen und ausgewascheneren Jeans kombinieren, einfach weil er so ein bisschen sportlicher daherkommt. Der nächste Sneaker oder der nächste Schuh ist jetzt für die Leute, die sich sagen, nee, ich möchte aber schon so ein bisschen mehr auffallen mit meinem Schuh. Wie viele vielleicht wissen, bin ich ja ein großer Fan von so komplett flachen, weißen Schuhen. Hierbei habe ich eben auch eine Option für euch, aber dieser flache weiße Schuh hat den Vorteil, dass er eben noch so ein bisschen auffälliger ist. Ist für mich so ein Schuh, der eben auch nochmal den Vorteil hat, dass er so ein bisschen nochmal auffälliger ist, so ein bisschen jugendlicher vor allem auch nochmal ist, als jetzt zum Beispiel diese normalen flachen Schuhe von Lacoste. Hat für mich einfach den Vorteil, dass er wie gesagt eben jugendlicher ist, dass er so eine Ecke frecher ist. Ist eben auch nochmal für die Leute geeignet, die sich einfach sagen, hey, ich möchte einfach ein Outfit haben, mit dem ich auffalle. Einfach was eben auch nochmal wirklich so dieses, diesen jugendlichen Lifestyle nochmal besser verkörpert. Der nächste Schuh geht jetzt allerdings wieder so ein bisschen ins Legere, aber er ist jetzt eher für den Winter geeignet. Zum einen werden ja viele, denke ich mal, den Nike Air Force One kennen. Da werden viele auch wissen, dass ich da ein Fan von bin, gerade von den hohen Modellen. Aber der Nachteil ist eben, dass viele Leute sich eben sagen, nee, der ist mir dann schon fast zu jugendlich oder eben zu sportlich schon fast. Ich möchte da eher noch was Legereres haben. Da kann ich dir dann auf jeden Fall den Nike Blazer mitempfehlen. Warum? Diese lederne Optik von diesen Modellen von Nike haben einfach den Vorteil, dass sie enorm legerer wirken, dass sie nochmal so eine Ecke schicker wirken, wie ich finde. Du kannst die natürlich auch wieder zu leger Jeans kombinieren. Du kannst die so zu ein bisschen ausgewascheneren Jeans auch kombinieren, aber es sollte jetzt nicht zu löchrig und nicht zu rissig sein. Und natürlich beim Oberteil bleibst du wieder dir überlassen. Da hast du wieder alle Möglichkeiten, egal ob Hoodie, Sweater oder Rollkragenpullover. By the way, würde ich zu diesem Schuh eben einen Rollkragen oder eben einen Strickpullover empfehlen. Das sieht, wie ich finde, auch nochmal ganz cool aus, aber das bleibt eben dir überlassen. Der Air Force One eben in dieser hohen Edition ist für mich dann eben der Schuh, der dann eben auch ja natürlich jetzt für den Winter geeignet ist, aber eben dann nochmal enorm jugendlicher wird, nochmal eine Ecke sportlicher wirkt. Ist für eben für all die Leute, die auch ganz gerne ausgerissene Jeans tragen, die vielleicht ganz gerne die vielleicht ganz gerne so Oversized-Shirts tragen. Also den Air Force One würde ich dann eher den Leuten empfehlen, die wirklich enorm, sage ich jetzt mal, jugendlich eben auch nochmal aufkommen möchten, die eben nochmal ein bisschen sportlicher eben aufkommen möchten. Für alle Leute, die sich jetzt vielleicht sagen, hey, ich suche sowas in der Art wie den Air Force One von Nike, aber irgendwie ist mir der ein bisschen zu teuer, dann kann ich dir noch den kleinen Tipp geben, dich mal bei Puma umzuschauen, denn ich habe da entdeckt, dass die so ein komplett exakt ähnliches Modell eben haben. Hier heißt er einfach Rebound von Puma.
sieht wirklich exakt eben ähnlich aus wie eben der Nike Air Force One eben in der hohen Edition. Wenn du dir eben sagst, hey, ich möchte mir hier wirklich einiges sparen, dann kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, wenn du eben so auf die Nike Air Force stehst, dich auf jeden Fall mal beim Puma Rebound eben umzusehen. Und man hat eben den gleichen, wirklich nur jugendlichen, bisschen sportlicheren und vor allem ein bisschen frecheren Look, als man es jetzt zum Beispiel beim Nike Blazer eben hat. Ich hoffe jetzt, das ein oder andere war hier für dich dabei. Hoffe natürlich wie immer, dass du mir einen netten Kommentar mit deiner eigenen Meinung da lässt. Ansonsten sehen wir uns wieder gesund und munter beim nächsten Video am Donnerstag, selbe Uhrzeit. Wenn dir der Typ vor der Kamera hier in irgendeiner Weise sympathisch war, freut es mich natürlich, wenn du dem Kanal ein Abo dalassen würdest. Wir sehen uns gesund und munter eben dann beim nächsten Video und ciao.